Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Mischpreisverfahren und das Leistungspreisverfahren am Regelenergiemarkt. Schlussendlich funktioniert es ja so: Wir stellen Kraftwerke zur Verfügung, dann kaufen wir die Kapazität von Kraftwerken langfristig ein oder auch mal kurzfristig für einzelne Stunden zum Beispiel. Und wenn die Energie dann aber doch nicht gereicht, also wenn wir zum Beispiel spontan mehr Verbrauch haben als ursprünglich mal prognostiziert, dann gibt es den Regelenergiemarkt, der jederzeit ganz spontan über Speicher oder sehr flexible Kraftwerke und Anlagen die Energie zur Verfügung stellen kann. Da gab es klassischerweise eine Vergütung über den Leistungspreis, über ein Leistungspreisverfahren. Da gibt es praktisch eine Vergütung allein schon dafür, dass man die Energie zur Verfügung stellen würde, dass man praktisch die Kapazität seiner Erzeugungsanlage zur Verfügung stellt. Anschließend gibt es natürlich auch nochmal eine weitere Vergütung für den Abruf, praktisch für den Arbeitspreis, aber der wird nicht in das Gewichtungsverfahren für den Zuschlag an diesem Regelenergiemarkt mit einbegriffen. Das heißt, der Zuschlag kam allein nach Höhe oder eben nach Niedrigkeit des Leistungspreises. Das war das klassische Verfahren. Nun hatten wir Ende 2017 ganz schöne Schwankungen in diesen Preisen und in den Angeboten, die sind teilweise extrem hochgegangen. Schlussendlich mag auch das Spekulation gewesen sein. Und dann hat die Bundesnetzagentur gesagt, naja, wir wollen da jetzt mal einen Riegel davor schieben, wir geben eine Deckelung ein für den Preis und wir versuchen das gesamte Preisverfahren mal neu zu ordnen. Und dann kam es dazu, dass wir im Juli 2018 erstmals ein Mischpreisverfahren am Regelenergiemarkt eingeführt haben. Dieses Mischpreisverfahren gewichtet den Leistungspreis und den Arbeitspreis. Das heißt, der Zuschlag kommt nicht mehr alleine nur nach dem Leistungspreis, also dem puren Anbieten von, hey, ich habe hier eine Kapazität, die würde ich euch zur Verfügung stellen, sondern der Zuschlag kommt nach einer Gewichtung zwischen Leistungspreis und Arbeitspreis, das heißt dem, was man auch tatsächlich für den Abruf dann in Rechnung stellen würde. Diese Gewichtung hat jetzt den gesamten Markt ein bisschen verändert und praktisch auch die Richtung verzerrt, denn es gab schlussendlich jetzt eine Bevorzugung von niedrigen Arbeitspreisen und dafür eher höheren Leistungspreisen. Das heißt also, diese Zusammenstellung niedriger Arbeitspreis, hoher Leistungspreis, der wurde bevorzugt gebucht und der ist schlussendlich an diesem Markt jetzt in dieser Neuordnung sehr erfolgreich gewesen. Das ist tendenziell sehr gut für konventionelle fossile Kraftwerke, weil die genau das anbieten können. Die haben sehr große Kapazitäten und können deswegen mit einem hohen Leistungspreis und niedrigen Arbeitspreis ja geradezu auch spekulieren. Während erneuerbare Energieanlagen das nicht unbedingt können, die sind am Regelenergiemarkt darauf angewiesen, hohe Arbeitspreise zu erwirtschaften. Deswegen ist dieses neuere Verfahren, dieses Mischpreisverfahren, nicht wirklich gut gewesen für erneuerbare Energieanlagen und damit auch nicht für virtuelle Kraftwerke, weil genau die im Regelfall sehr dezentrale erneuerbare Energieanlagen in ihrem Portfolio haben. Genau deswegen hat Next Kraftwerke als einer der größten Anbieter von virtuellen Kraftwerkskapazitäten in Deutschland unmittelbar geklagt am Oberlandesgericht Düsseldorf, sodass das Mischpreisverfahren im Juli 2018 nach 2 Tagen schon wieder außer Kraft gesetzt wurde. Man hat dann viel diskutiert und schlussendlich gesagt, ab Oktober 2018 wird es doch wieder in Kraft treten, das Mischpreisverfahren mit der Gewichtung zwischen Leistungspreis und Arbeitspreis. Wie erwähnt, gab es dann verschiedene Ansätze, da ein bisschen zu spekulieren und da mit den Kapazitäten, mit den Kraftwerkskapazitäten, vor allem mit den großen Kraftwerkskapazitäten ein bisschen zu spielen. Und die gesamte Preisgestaltung hatte dann schlussendlich auch Auswirkungen auf den ganz normalen restlichen Stromhandel, vor allem auf den Intraday-Markt. Der klassische Stromhandel funktioniert ja so: Es gibt Kraftwerkskapazitäten und die kaufe ich sehr langfristig ein. Die kann ich einerseits für Jahre im Voraus schon kaufen, ich kann auch während eines Tages spontan noch Stunden zum Beispiel einkaufen, die Energiemengen für verschiedene Stunden. Das ist der Intraday-Markt. Und wie gesagt, haben diese Preise am Regelenergiemarkt das auch Auswirkungen auf den Handel am Intraday-Markt gehabt und haben dort praktisch eine künstliche Deckelung eingeführt, sodass der Intraday-Handel weniger attraktiv wurde. Der Effekt davon ist, dass die Kraftwerksbetreiber und Anlagenbetreiber weniger viel Energie ja praktisch auch langfristig zur Verfügung gestellt haben und eher ihre Energie für diesen Regelenergiemarkt zur Verfügung gestellt haben, für das ganz spontane noch Einkaufen, für das ganz spontane noch, hey, ich brauche Energie, ich muss die jetzt sofort beziehen. Und das ist natürlich nicht besonders gut für die Versorgungssicherheit, weil man eben nicht mehr langfristig alles absichert, sondern wenn man sagt, hey, ich möchte eher kurzfristig noch da, wo die Probleme bereits aufgekommen sind, die Löcher stopfen.
Und das ist eben auch der Grund gewesen, warum im Juni 2019 verschiedene Male wir eine Unterdeckung im deutschen Stromnetz hatten. Eben genau, weil die Energie nicht langfristig genug zur Verfügung gestellt und eingekauft wurde, sondern man eben sich darauf verlassen hat, das Ganze am Regelenergiemarkt noch, ja, schlussendlich nachjustieren zu können. Deswegen mussten wir im Juni mehrfach aus dem europäischen Binnenmarkt heraus Energie noch importieren und das deutsche Stromnetz damit ja stabilisieren. Die weiterhin laufende Beschwerde von Next-Kraftwerke hat jetzt schlussendlich auch ihre Wirkung gehabt, vielleicht auch genau wegen dieser Unterdeckung im Juni, hat das Oberlandesgericht Düsseldorf jetzt am 22. Juli 2019, das ist von Aufnahme des Videos ausgesehen gestern, das Ende des Mischpreisverfahrens angekündigt und damit ein Urteil gesprochen, was das Leistungspreisverfahren, das ursprüngliche Verfahren, jetzt wieder hat in Kraft treten lassen. Das heißt, ab jetzt sofort sind wir wieder am Regelenergiemarkt mit dem klassischen Leistungspreisverfahren unterwegs und müssen dann eben auch schauen, dass damit wahrscheinlich auch wieder die erneuerbaren Energienanlagen etwas besser vergütet werden und die klassischen fossilen Kraftwerke wieder etwas schlechter vergütet werden. Und das ist schlussendlich im Sinne der Energiewende und wahrscheinlich auch ein insgesamt besseres System, weil diese Effekte auf den restlichen Stromhandel dadurch wahrscheinlich auch nicht mehr kommen werden und wir die Versorgungssicherheit wieder etwas besser gewährleisten können. Das war jetzt schlussendlich die Unterscheidung zwischen dem Leistungspreisverfahren und dem Mischpreisverfahren. Der Unterschied ist schlussendlich in der Gewichtung des Zuschlags zwischen Leistungspreis und Arbeitspreis. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Dann stellt ihr einfach in den Kommentaren. Und ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.